Die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen. Vergöttert, umjubelt, bewundert. Fußballprofis führen ein Leben auf der Sonnenseite. Bei manchen aber folgt auf die Hochgefühle der tiefe Fall. Drei Fußballer und die schmerzhafte Erkenntnis, wie schnell der große Traum vorbei sein kann. Ich habe das dann auch lernen müssen über die Jahre, die Nackenschläge erstmal zu verarbeiten. Das braucht auch seine Zeit, man ist auch noch ein Mensch, ne? Man ist keine Maschine. Man wird auf Händen getragen. Alle Leute sind deine Freunde. Dass es eine Scheinwelt ist, merkt man meist erst dann, wenn es mal nicht so gut läuft. Man muss abliefern, ja, theoretisch. Und das ist halt ein gewisser Druck, mit dem muss man umgehen. Der ehemalige Bundesliga-Torwart von Hannover 96, Florian Frommlowitz, renoviert sein neues Heim in Landstuhl, 15 Kilometer von seiner Geburtsstadt Kaiserslautern entfernt. Da bin ich doch eher lieber in den Torwarthandschuhen als jetzt hier an so einer Mauer. Aber wenn man natürlich, sag ich mal, das Eigenheim irgendwie mit den eigenen Händen zumindest etwas in Schwung bringen kann, ist es, denke ich, auch, macht man das auch trotzdem dann irgendwie gerne, weil man weiß, für was man das tut. Ganz in der Nähe auf dem Betzenberg hat er mit 19 Jahren das erste Mal in der Bundesliga für den ersten FC Kaiserslautern gespielt. Er schafft den Sprung von der Jugend zu den Profis und spielt 12 Mal in der ersten Liga. Das Verhalten ist mal ein bisschen trocknen lassen. 10 Jahre später ist es nur noch die vierte Liga, der FC Homburg. Eine Laufbahn mit vielen Rückschlägen. Der U21-Europameister hat seine Fußballkarriere aber noch nicht aufgegeben. Ich würde schon sagen, dass ich noch hungrig bin, also dass ich auch dementsprechend gerne wieder höher spielen will. Dass ich das nicht jetzt schon als Endstation jetzt sehe unbedingt. Ne? Ich sehe es einfach realistisch. Ne? Ich habe viel auf die Ohren bekommen. 10. November 2009. Der Tag, an dem sich Hannovers Nationaltorwart Robert Enke das Leben nimmt. Hannovers Nummer 2 soll das Unmögliche schaffen. Florian Frommlowitz soll Enke ersetzen und ein ganzes Land schaut zu. Es war mit Sicherheit ein Schicksalsschlag oder ein Datum, was man natürlich nie vergessen wird und was einen auch die letzten Jahre auch immer wieder dann natürlich ja, offenbart wird, gezeigt wird. Das ist klar. Ich habe damit gelernt umzugehen und akzeptiere das auch, dass Robert Enke immer wieder mit meinem Namen fallen wird. Letzter Spieltag. Hannover verhindert in Bochum den Abstieg. Für einen Moment fällt die Last des Enke-Erbes von Frommlowitz ab. In der folgenden Saison scheint sich für Frommlowitz endgültig alles zum Guten zu wenden. Hannover spielt die beste Hinrunde der Clubgeschichte, Platz 3. Der Keeper führt sein Team Richtung Champions League. Doch in der Rückrunde schickt Mirko Slomka Frommlowitz völlig überraschend auf die Bank. Der Trainer erklärt es mit einem Bauchgefühl. Dann kam er nach mir, dann Robert Zieler, der einfach dann eine kometenhafte Karriere hingelegt hat. Dann sagt man auch manchmal schon selbst, ja, wäre ich doch lieber der Zweite gewesen. Er bleibt auf ewig der Torwart nach Robert Enke. Nach 58 Bundesligaspielen für Hannover ein schwerer Abschied für ihn und seine Ehefrau. Ich habe das dann auch lernen müssen über die Jahre, die Nackenschläge erstmal zu verarbeiten. Das braucht auch seine Zeit, man ist auch noch ein Mensch, ne? Man ist keine Maschine. Berlin-Altklinike. Samstag, Spieltag. Kevin Pannewitz, 23 Jahre alt, früher Zweitligaprofi. Jetzt Volkssportgemeinschaft Altklinike, 6. Liga. Ein Team mit Ambitionen. Sie sind Tabellenführer, trotz beschränkter Mittel. Hi. Mit Heft oder? Ja, mit. Stehplatz, Erwachsene, 6 Euro. Altklinike gegen Reinickendorfer Füchse. Pannewitz trifft alte Bekannte.
Er stammt aus Berlin. Kiki kennen wir schon seit Minispieler. Ja. Er hat mit meinen beiden Jungs zusammengespielt, beziehungsweise mit den Großen. Ja. Das sind alles so Sachen, auf die ich mich auch total freue, weil es einfach mal cool ist, einfach dann halt mit der Familie, mit Bekanntschaften wieder zu quatschen nach langen Jahren. Beim Fußball klein angefangen, dann kennt man ganz viele. Ja, genau. Was sagen Sie, dass er jetzt wieder in Altwienicke gelandet ist? Na ja. Hätte auch woanders landen können, ne? Ja, genau. Ostseestadion, 30.000 Fans. 4 Jahre Hansa Rostock. Der erste Profivertrag mit 18. Kevin Pannewitz ist ihre Hoffnung. Aus der eigenen Jugend zu den Profis. Technisch stark, torgefährlich, hochtalentiert. Viele sagen, sogar eines der größten Talente in Deutschland. Aufwärmen in Altklinike. 104 Kilo wiegt Kevin Pannewitz. Trotzdem sind sie hier froh, ihn zu haben. Dass er rein fußballtechnisch und in dieser Liga hier ein überragender Kicker ist, darüber brauchen wir, glaube ich, alle nicht zu sprechen. Ne? Also er hat unheimlich viele Fähigkeiten, was mit dem Ball und Fußballintelligenz betrifft. Was halt auch sehr sichtbar sein Problem ist, ist halt diese Tempowechsel mitzugehen. Männer, mehr gibt's nicht zu sagen. Geht da raus und holt euch die 3 Punkte und gebt richtig Gas. Ja, komm. Für die erste Elf reicht es nicht. Pannewitz muss auf die Bank. 90 Minuten Fußball sind einfach zu lang für ihn. ...400 Kilometer westlich, Bielefeld. Fußball-AG an der Mamre-Patmos-Schule. Okay, bereit machen, los geht's! Dieser angehende Lehrer war mal deutscher Nationalspieler. Jetzt betreut er einmal pro Woche geistig und motorisch eingeschränkte Schüler, mit denen er eins teilt. Die Liebe zum Spiel. Ja. Tobias Rau, 33 Jahre alt. Aus Überzeugung steht er hier in der Turnhalle und schon lange nicht mehr in den großen Stadien. Aaron, sehr gut! Alleine, wenn ich die Schüler sehe, mit welch einer Begeisterung die täglich mir begegnen, dann muss ich sagen, das ist dann auch irgendwo eine Erfüllung. Also im Fußball ist es oft so ein bisschen ich-bezogen. Jeder guckt, dass er selbst weiterkommt. Hier ist es ein absolutes Miteinander und man hilft sich gegenseitig und das ist eine schöne Sache einfach. Er galt einst als eines der größten Talente Deutschlands. Super, Marvin! Vom Regionalligisten Eintracht Braunschweig wechselt Linksverteidiger Tobias Rau 2001 mit 19 Jahren in die Bundesliga nach Wolfsburg. Anderthalb Jahre später ist er Nationalspieler. Tobi für Deutschland. Wenn es dann soweit ist, man hört die deutsche Nationalhymne und es ist eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Man weiß, ganz Deutschland guckt auf einen, dann ja, es ist also unbeschreiblich, wie bedeutend so ein Moment sein kann. 21 Jahre alt ist er beim Debüt. Technisch stark, hochtalentiert. Bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2004 setzt Rudi Völler auf Tobias Rau. Im letzten entscheidenden Quali-Spiel gegen Schottland gelingt dem Verteidiger ein wahrer Gala-Auftritt. Ich wurde da auch zum Spieler des Spiels gewählt und es war ein sehr, sehr bedeutendes Spiel. Ich denke mal, das bedeutendste Spiel, was ich in meiner Karriere je gespielt hatte. Und das sind natürlich Erlebnisse, die wird man sein Leben lang nicht vergessen. Tobi für Deutschland. Damals ein Idol für die Fans und Nachwuchsfußballer. Vor 6 Jahren hat Tobias Rau den Rasen, der vielen die Welt bedeutet, am Ende freiwillig verlassen. Teambesprechung in der Turnhalle. Und ja, und Elton auch gut gehalten. Ja. Okay, dann würde ich sagen, alles wurde gesagt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Die Leibchen bitte in die Mitte. Und dann geht's ab in die Kabine umziehen. Jo. Chillen. Zu Hause bei Kevin Pannewitz.
4 Jahre sind er und seine Freundin Jill zusammen. Sie war immer dabei, von der 2. bis in die 6. Liga. Sie erwarten ihr erstes Kind. Im Flur Kevins Fußballleben auf der Fotowand. Seine Mutter hat ihm die Collage geschenkt. Richtig los ging es mit 16 von Tennis Borussia Berlin nach Rostock ins Jugendinternat. Weg von zu Hause, aber es lohnt sich. Deutscher A-Jugendmeister. Man war ja noch niemand, ja. Deswegen, aber man fühlte sich vielleicht wie ein ganz Großer, aber deswegen ist das jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Etwas Besonderes. Der 2. November 2009. Panewitz spielt als A-Jugendlicher bei den Profis. Und wie? Wenn er so weitermacht, dann werden wir mit dem Jungen noch viel Freude haben. Noch ja. Peter Vollmann, ein neuer Trainer das nächste Jahr. Panewitz ist Profi und wichtiger Stammspieler bei Hansa Rostock. Tagsüber trainieren, abends feiern. Du suchst dir dann halt 1, 2, 3, 4 Vorbilder, an denen du dich festhältst. Und das, was die machen, machst du automatisch dann halt mit. Es bleibt nicht unbemerkt. Fußballprofis sind manchmal wie normale Jugendliche, nur stehen sie unter Beobachtung. Dann habe ich mir halt einen Lebensstil angewöhnt, der vielleicht als Fußballprofi nicht so geeignet war. Panewitz, inzwischen 19, gerät mehr und mehr in die Schusslinie der Öffentlichkeit. Zwei, die das Laufen besonders ernst nehmen, sind diese beiden, Kevin Panewitz und Stefan Gusche. Problem, Verteidiger Gusche, der große Blonde, hat es noch ein bisschen im Knie und Kevin Panewitz am Bauch. Warum das Ganze? Ja, er ist einfach nicht mit seinem vorgegebenen Gewicht zum Training gekommen. Und wenn das so ist, dann ist es beim Kevin genauso gut wie bei jedem anderen. Muss er eben dann 90 Minuten oder 100 Minuten außerhalb des Platzes raufen. Mit den Rundlaufen zum Beispiel, da sollte ich mit 94 Kilo wieder kommen und ich kam mit 94,3 wieder. Das Schreckensszenario vor Augen ist Panne, wie er im Mannschaftskreis genannt wird, mittlerweile auf seiner 35. Runde. Dass ich jetzt hier dauernd am Fressen bin, das ist auch nicht. Ich esse ganz normal, wie ich glaube, ich esse morgens Frühstück, mittags Abendbrot. Ja, und dann habe ich vielleicht abends dann nochmal was anderes gegessen. Panewitz wird zwischenzeitlich suspendiert. Gewichtsprobleme, aber wenig Einsicht. Talentiert, aber undiszipliniert. Ein Profi mit den Füßen, aber nicht im Kopf. Es war ein Kampf gegen mich selber, nicht gegen den Kühlschrank. 2012 die Chance seines Lebens. Probetraining beim VfL Wolfsburg. Felix Magath hat sich in den Kopf gesetzt, aus Kevin Panewitz einen Erstligaprofi zu machen. Gibt ihm einen 2-Jahres-Vertrag. Panewitz wird geschliffen. Aber aus dem Rohdiamant wird kein Bundesliga-Star. Die ersten Monate habe ich ja auch abgenommen und hatte dann mein Gewicht gehalten und das lief ja alles. Aber dann hast du 4 Monate, 5 Monate kein Spiel gemacht, ja. Und für einen Fußballer ist es sehr wichtig zu spielen. Und gerade für mich, ich war dann 21 oder 20, 21, ich wollte spielen. Ja, und das konnte ich nicht und dann habe ich das im Kopf halt nicht mehr ausgehalten. Panewitz ist fit wie nie. Magath lässt ihn trotzdem links liegen. Kein Platz für ihn im Team. Der Profivertrag wird aufgelöst. Während sein Berater ihm ein Probetraining in der US-amerikanischen Liga vermittelt hat, stirbt zu Hause seine Mutter. Das bisher unbeschwerte Leben ist nicht mehr wie vorher. Ich rede darüber auch noch nicht so ganz gerne, aber es ist okay, ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Aber ich war halt ein Mutterkind und ja, es fällt halt immer noch nicht so leicht, darüber zu reden. Die nächste Station, SC Goslar 08, 4. Liga. Noch einmal verdient Panewitz einigermaßen gutes Geld mit dem Fußballspielen. Aber er kriegt auch hier sein Gewicht nicht in den Griff. Florian Fromlowitz hat da in einer ganz anderen Liga gespielt. Allerdings war das auch nicht immer der ganz große Fußballtraum. In dem Geschäft ist es immer schwierig, ne? Wenn man Schwächen zugibt, die Maske ablegt, sage ich immer, dann verliert man vielleicht auch ein bisschen den Schutz, den manche Spieler auch aufbauen. Ne? Also es ist auch manchmal ein bisschen so eine Scheinwelt, sage ich immer. Ne? Und Fußballer, Fußballprofi,
Die Jungs müssen immer funktionieren oder man hat immer hohe Erwartungen in einem selbst auch. Die erfüllt er auch zunächst in Duisburg in der zweiten Liga. Bis er vom neuen Trainer Oliver Reck überraschend erfährt, dass er auf die Bank muss. Frommlowitz erscheint nicht zum Spiel. Was keiner weiß, seine Frau liegt nach einer Fehlgeburt im Krankenhaus. Er entschuldigt sich zwar, aber von da an gilt er als egoistisch. In dem Fall habe ich dann für mich auch entschieden, einfach zu ihr zu fahren. Das war dann wirklich für mich so, in dem Moment war ich davon überzeugt zu sagen, dass meine Frau mir wichtiger als wie das Fußballgeschäft. Ich hätte aber die Leute einfach, das war der Fehler, informieren müssen. Jörg Neblung, ehemaliger Spielerberater von Robert Enke, betreut Frommlowitz seit 2 Jahren. Abwärtsspiralen wie die seines Klienten zu verhindern, sieht er als eine seiner Aufgaben. Also ich glaube schon, dass wir Berater durchaus Einflussmöglichkeiten haben. Sei es ganz simple Entscheidungen in einem Moment einer Nichtberücksichtigung an der Seite der Spieler zu sein und ihnen zu sagen, nein, du machst das jetzt genau so nicht. Immer einmal drüber schlafen, ganz wichtige Erkenntnis im Laufe der Jahre. Am nächsten Tag werden wir das Ding besprechen und du wirst dich aber erstmal unterordnen, das ist deine Aufgabe. Ne? Frommlowitz nächste Station, Dynamo Dresden. Immerhin noch zweite Liga, allerdings kommt er in 2 Jahren gerade mal auf 2 Einsätze. Ihm bleibt nur das Training. Spielpraxis gibt es nur mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga. Der Abwärtstrend setzt sich weiter fort. Dritte Liga bei Wien Wiesbaden, die 4. Station in 3 Jahren. Und auch hier darf er fast nur im Training glänzen. Irgendwann zweifelt man natürlich auch und sagt dann auch, kann es denn immer wieder nur weiter bergab gehen, ne? Und noch eine Liga tiefer, und man macht sich immer seine Gedanken, das ist klar. Der Kopf spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle. Da muss man einfach, denke ich, auch zu sich selber sagen, bringt es das noch? Ist es die Sache wert oder willst du einen anderen Weg gehen? Nach 4 Monaten Arbeitslosigkeit macht er weiter in der 4. Liga beim FC Homburg. Keine Spur von Verbitterung, er möchte weiter im Fußballgeschäft bleiben, aber nicht um jeden Preis. Nicht nur jetzt aufs Geld schauen oder auf irgendwelche anderen Dinge hoffen im Ausland oder eine Liga höher. Da hat es für mich auch dann irgendwie keine Rolle gespielt. Ich habe das auch ein bisschen so als Gottes Geschenk gesehen. Ich habe gesagt, okay, er will es jetzt, dass du auch dahin gehst. Du hast die Möglichkeit hier mit dem Haus, mit der Umgebung, hast eine angenehme Fahrt dahin und kannst alles irgendwie unter einen Hut bringen. Ja, er hat nicht mehr so viel Druck auf dem Kessel, das ist definitiv so, weil er eben weiß, dass die Prioritäten im Leben andere sind. Und weil er auch schon ein paar Sachen erreicht hat. Ne? Aber ich musste auch erkennen, dass es eben schwierig ist, dadurch, dass er eben so lange nicht gespielt hat. Heute nimmt Tobias Rau, der angehende Lehrer, die Stufen in der Schule mit Bedacht. Früher ist er die Karriereleiter nur so raufgestürmt. 2003 der Wechsel aus dem kleinen Wolfsburg zu den großen Bayern. Paul Breitner sieht in ihm den größten Rohdiamanten des deutschen Fußballs. Rau spielt nun mit Stars wie Michael Ballack zusammen. Er muss sich durchsetzen im Team von Felix Magath, der nicht nur als Diamantenschleifer gilt. Manche Experten sagen, dieser Wechsel kam zu früh. Ich persönlich würde die Entscheidung für mich wieder so treffen, weil wenn man einfach ein ehrgeiziger Fußballer ist und man möchte viel erreichen, man bekommt die Chance, bei FC Bayern München zu spielen, dann ist es schwierig, da Nein zu sagen. Und ich würde es wieder so machen. Ich war damals auch schon aktueller Nationalspieler, also ich bin da nicht hingegangen mit Aussicht auf nichts. Tobias Rau wird Teenie-Schwarm und Posterboy, noch bevor er sein erstes Spiel bestritten hat. Umlagert von Fans, bestens bezahlt vom Verein. Er verdient mehr als 1 Million Euro im Jahr. Wohnt im vornehmen Grünwald, fährt ein schickes Auto des Sponsors. Traumhaft, dieses Fußballerleben? Man wird auf Händen getragen. Alle Leute sind deine Freunde. Dass es eine Scheinwelt ist, merkt man meist erst dann, wenn es mal nicht so gut läuft und die ganzen Freunde nicht mehr da sind oder auch die Medien, die so toll über dich berichtet haben, auf einmal ganz anders berichten. Es geht nicht um die wirklich menschlichen Werte, sondern um sehr oberflächliche Werte. Man muss funktionieren, und wenn man das nicht tut, dann sind die Freunde auch nicht mehr da.
Es funktioniert nicht in München, er funktioniert nicht. An Linksverteidiger Lisa Razou kommt Rau nicht vorbei, fällt außerdem oft mit Verletzungen aus. Immer wieder muss er sich an die Mannschaft herankämpfen. Jedes Training wird zum Existenzkampf. Auch wenn gesagt wird, 11 Freunde wollen wir sein oder so, jeder kämpft für sich, jeder möchte den persönlichen Erfolg, jeder möchte dann besser sein als sein Konkurrent, man möchte in der Startaufstellung stehen. Und es ist aber auch ganz normal, so ist das Geschäft, das muss man einfach wissen, damit muss man sich arrangieren. 2005 wird Bayern Meister. Der Titel für fast jeden Fußballer die Erfüllung eines Kindheitstraums. Rau träumt damals bereits von etwas ganz anderem. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber es wäre, also im Moment würde ich sagen, so Grundschullehrer, das wäre schon eine schöne Sache. Die Prioritäten im Leben. Für Kevin Panewitz und Jill ist der Fußball nur noch am Rande wichtig. Ein gemütliches Heim und alles vorbereitet für Milo. Eine große, neue Verantwortung im Leben. Und mal gucken, was das für ein Abenteuer wird. Weil es ist halt unser erstes, ne? Und Eltern werden es auch eine neue Erfahrung, die muss man auch erstmal machen. Neunkirchen, Kreisliga Osnabrück-Land. Tobias Rau spielt hier vor kleinerer Kulisse als früher, aber mit größerem Spaß. Seine Profikarriere beendet er 2009 bei Arminia Bielefeld. Anders als viele Kollegen will Rau damals das ständige Leiden für die Karriere nicht mehr akzeptieren. Ich hatte also mindestens 25 Muskelverletzungen. Und wenn man dann jedes Mal wieder 3 Wochen erstmal in der Reha ist, sich dann wieder im Training an die Mannschaft rankämpfen muss, dann macht man wieder 2, 3 Spiele in der Bundesliga und dann ist man wieder verletzt und muss sich erst wieder rankämpfen. Dann zehrt das schon an einem, gerade mental, und man muss sich immer wieder neu motivieren, immer wieder neu aufbauen. Da kann man schon sagen, dass ich am Ende sicherlich ein bisschen müde war und nicht mehr so viel Feuer in mir hatte, wie es eigentlich am Anfang der Karriere war. Tobias Rau geht an die Uni, fängt an, auf Lehramt zu studieren. 27 Jahre ist er alt, als er Angebote von Vereinen aus der zweiten Liga und aus dem Ausland ausschlägt. Ich hätte wieder ein ganz neues Umfeld mir suchen müssen. Ich hätte wieder umziehen müssen, den Freundeskreis wechseln müssen. Und dann war es so, je mehr ich darüber nachgedacht habe, dass diese Option für mich hier in Bielefeld in Frage kommen kann, desto mehr war ich davon überzeugt. Und am Ende kann man sagen, das war der größte Grund, dass die Entscheidung für die Uni und nicht gegen den Fußball. Biologie und Sport, statt Tackling und Passspiel, rein ins Studentenleben. Mensa statt Sterne-Restaurant. Zum Glück waren mir diese Privilegien oder Statussymbole nie so wichtig. Deswegen hat es auch so gut geklappt, dass ich nach der Fußballkarriere dann wieder in das, sage ich mal, normale Leben eingestiegen bin. Habe mich in die Uni gesetzt mit jungen Studenten und das war überhaupt kein Problem für mich. Fußball ist ihm immer noch wichtig. Das pure Spiel ohne Millionengeschäft und Glamourwelt. Also Wehmut habe ich gar nicht. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel meine ehemaligen Mitspieler wie Schweini oder so über den Platz laufen sehe, dann sage ich nicht, ich wäre gerne noch dabei, sondern ich freue mich, darüber nachzudenken, wie es war, damals mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen. Das Studium ist fast beendet. Im Winter beginnt Tobias Rau ein Referendariat. Sein großes Glück findet er im Klassenzimmer und nicht auf dem Fußballplatz. Ich würde jedem raten, alles dafür zu geben, Profifußballer zu werden, aber nicht um jeden Preis. Also unbedingt einen in der Hinterhand Sachen haben, Alternativen haben, damit man da nicht irgendwann im späteren Alter steht mit nichts. Altklinike gegen Reinickendorfer Füchse. Zweite Halbzeit. Kevin Panewitz wartet noch auf seinen Einsatz. Es läuft nicht so gut heute. Der Gegner geht in Führung. 70 Minuten sind rum. Für 20 Minuten reicht die Luft bei Kevin Panewitz.
Er soll mal wieder das Spiel drehen. Es steckt ihm im Blut. Eigentlich kann er alles, was ein Top-Profi können muss. Wäre er 20 Kilo leichter, er würde mit 23 Jahren ganz sicher nicht hier in der 6. Liga kippen. Müsste er wahrscheinlich hart an sich arbeiten, oder? Ja, wir müssen mit ihm gemeinsam hart daran arbeiten. Und ich glaube, der erste Schritt sollte sein, dass er hier in jedem Spiel eine gute Rolle spielt. 2:1 verloren. Kein Drama für Pannewitz. Ein bisschen Geld bekommt er hier. Aber das reicht nicht. Mülltonnen werden gefüllt, müssen geleert werden. Und ich hoffe, dass ich da reinrutschen kann, dass ich diese Person dann halt bin, die diesen Job machen kann. Ja, und das ist hier in Berlin ein sehr, sehr angesehener Job. Man kommt halt schwer rein, weil halt Berliner Stadtreinigung, da braucht man vielleicht ein, zwei Kontakte. Eine Familie gründen, ein ordentlicher Job. Keine Wehmut, kein Bedauern, ein Leben als Fußballprofi verschenkt zu haben. Null, weil warum auch? Also ich hätte Glück gehabt, wenn ich das hätte machen können. Und ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich das nicht mache. Also null unglücklich, nein, weil ich führe, glaube ich, ein ganz, ganz ordentliches Leben und bin darüber total glücklich, wie es ist. Das Autogramm von Florian Frommlowitz ist auch in der Regionalliga in Homburg noch gefragt. Hier kann er Spielpraxis sammeln, sich eventuell wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Viele Spieler werden wahrscheinlich dann auch sagen, wie kann der da hingehen oder warum macht er das jetzt? Aber ich mache es einfach, weil ich jetzt hier sofort vom Trainer das Vertrauen bekommen habe und sofort auch spielen darf, nach einer Zeit, wo ich jetzt auch arbeitslos war. Der 29-Jährige will erst mal wieder in die Spur kommen. Sein Spielerberater hätte mit dem Engagement lieber noch gewartet. Er wollte seinen Klienten ins Ausland vermitteln, in eine Liga in Südeuropa. Ich versuche meinen Spielern immer klarzumachen, versucht euch nach oben nicht zu limitieren. Natürlich ist es meine Aufgabe zu sagen, ja pass auf, aber wir brauchen jetzt nicht über Nationalmannschaft reden und über erste Liga brauchen wir mit Flo jetzt auch definitiv nicht reden. Und ich werde auch kein Zweitliga-Engagement für ihn im Augenblick realisieren, das ist auch klar. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht wieder hinkommen können. Hier in Homburg spielt er gerade mal vor 1000 Zuschauern. Noch vor ein paar Jahren ist er vor mehr als 50.000 Fans aufgelaufen. Zusammen mit seinen Kollegen, die heute noch in der Bundesliga spielen. Neid ist immer kein guter Ratgeber. Ne? Man sollte immer auf sich selbst schauen und aus seinem Leben das Beste machen. Und das habe ich auch immer versucht. Und wenn ich jetzt im Fernsehen die Jungs sehe oder in der Nationalmannschaft, dann freut mich das. Ne? Dann sagt man auch, man hat mit denen zusammengespielt und gibt das ja auch dann weiter. Und dann hat man ja auch was davon. Also ich bin da nicht jetzt irgendwie böse oder traurig, dass ich da jetzt nicht stehe. 10. Spieltag, Regionalliga Südwest. Florian Frommlowitz hat seinen ersten Einsatz. Homburg spielt in Pirmasens. Eine missglückte Premiere für den Ex-Bundesliga-Torwart. Sein Fehler entscheidet das Spiel. Homburg verliert mit 1:2. Solche Rückschläge werfen ihn aber nicht mehr aus der Bahn. In den nächsten Spielen können sich sein Team und Trainer Jens Kiefer auf ihren Schlussmann verlassen. Trotz aller Tiefschläge, Fußballprofi ist für Florian Frommlowitz immer noch ein Traumjob. Von den Ersparnissen aus besseren Tagen und seinem aktuellen Gehalt kann seine Familie gut leben und sich den nächsten Traum vom Eigenheim erfüllen. Wir bauen jetzt ja auch nicht einen riesen Klunker irgendwo hin, sage ich mal, oder einen riesen Bunker. Das ist, denke ich, alles auch im Rahmen. Und ich werde auf jeden Fall nach dem Fußball auch weiterarbeiten müssen. Also das ist auch, denke ich, keine schlechte Sache. Also klar, wenn man ausgesorgt hat, finanzielle Sicherheit hat, ist das mit Sicherheit auch was Beruhigendes. Aber es muss nicht unbedingt immer was Erfüllendes sein. Mit meiner Frau und den 2 Kindern hat man da auch einfach jetzt die Bodenständigkeit auch jetzt die letzten Jahre einfach auch mitbekommen. Und ich denke, das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, dass Fußball nicht immer das Wichtigste ist.